Skifahren, einfach herrlich im Winter. Und mittlerweile geht da vieles wie von selbst. Das Wedeln auf der Piste erledigen die Carving-Ski und der Einstieg in den Lift flutscht dank elektronischer Skipasserkennung. Eigentlich ist es für einen Skifahrer ziemlich einfach, Karte dran halten und dann ist man auch schon durch. Aber heute ist hier ein Computer zugeschaltet, der es in sich hat. Und die Stimme dieses Computers, das bin ich. Ja, es könnte alles so schön und so einfach sein. Wären da nicht wir und Matze Knob. Schau mal. Bitte nehmen Sie Ihre Brille ab. Ihre Karte wird nicht erkannt. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh je. Gibt's auch nicht. Nennen Sie uns Ihren Namen und Ihre Registrierungsnummer auf der Karte. Ja, das gibt's jetzt nicht, da spinne ich oder was? Können Sie in einem hochdeutschen Dialekt sprechen? Lassen wir jetzt da durch und Ruhe ist, Herrschaftszeiten. Ich habe Sie nicht verstanden. Ja, ich bin ein deppert. Bitte sprechen Sie deutlich. Sie müssen einfach ein bisschen Hochdeutsch sprechen, dann versteht der Automat. Ich kann nicht sehen, was da drauf steht, die Nummer, weil ich meine Brille nicht aufhabe. Kann ich Ihnen helfen? Ich lese Sie. Ich einfach, das gibt's auch gar nicht. Ich lese für Sie. Ich bin ja komplett deppert. Also 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 0. 0. Sie haben alle Zahlen doppelt gesagt. Was jetzt? Jetzt rechts mal. Hier kommen die Nächsten. Der Mann kommt rechts glatt durch, die Frau gerät an Matze. Karte wird nicht erkannt. Karte wird nicht erkannt. Ging's einfach durch. Schatzkeks. Ich geh da mal hinten, das dauert länger. Ich geh doch lieber. Ja, ich komm ja nicht mehr. Ach, Johannes. Ihr Schatzkekse, echt hell. Bitte nennen Sie uns jetzt die Registrierungsnummer auf Ihrer Karte. 01 16 14 17. Bitte nennen Sie uns nur einzelne Zahlen, keine Doppelkombinationen. 0 1 1 6 2 6 6 0 4. Die Nummer passt nicht zum Namen Erika. Der passt nicht zu mir. Dann eine andere Nummer. 01 16 14 5. Die Nummer ist korrekt, aber Sie sind ein Mann. Ach, leck mich, ey. Erika, sind Sie ein Mann? Nein! Ich hab's bloß vorgelesen. Spinnen die? 3, 3, 5. 3, 5, 0. Ist Ihr Name Barbara Meyer? Nein. Sind Sie ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Sie sind ein Mann? Ja. Lars Sacher Hannes. Sie haben also einen Doppelnamen. Lars Hans Sacher Hannes Barbara Meyer? Nein, Lars Sacher Hannes. Mein Name ist Melissa Panke. Die Kartennummer und der Name stimmen nicht überein. Aber was nicht passt, wird halt passend gemacht. Sind Sie Hans Meyer? Ja. Nennen Sie uns noch mal die Registrierungsnummer auf Ihrer Karte. 01 16 14 7 1 3 3. Nennen Sie uns Ihren Namen. Hans Meyer. Hallo? Ja. Ihr Mitarbeiter hier von der Bahn. Ja. Was ist das Problem? Was haben Sie da? Ja, die Karte funktioniert nicht. Die habe ich eben vor 5 Minuten gekauft. Aber Sie müssen die Karte da an das Gerät halten. Richtig noch dran vielleicht. Ja, habe ich ja. Und das ist, wie ist Ihr Name? Bitte. Jürgen Albracht. Albracht, ja. Alles! Alles, kannst du mal Albracht schauen da? Ob da was auf der Liste steht? Da ist so ein Depp, der da nicht weiterkommt. Hallo? Ja. Ja, Albracht haben wir nicht. Wann haben Sie die Karte, wo haben Sie die gefunden? Ich habe die nicht gefunden. Von den Trottel. Ja, was? Du hast die von den Trottel nicht pflanzt. Ja, ich muss da irgendwie durch. Hallo? Ja. Sind Sie noch da?
Ja, natürlich. Ist das eine geklaute Karte vielleicht? Das ist ein Volltrottel, ist das. Das ist ja nicht Ihr Ernst, dass Sie jetzt da diskutieren. Jetzt machen Sie also mit der Karten vielleicht. Das ist ja, wir haben gleich Mittagspause. Okay. Lässt du mich jetzt mal durch? Ich habe keinen Bock mehr. Sie hat immer noch mit dem Computer zu tun. Sie müssen eine Pause einlegen. Ihr Puls ist zu hoch. Bitte umarmen Sie das Gerät, damit wir Ihren Puls messen können. Ja. Eins. 2, 3. Bleiben Sie für 30 Sekunden so stehen. Das ist doch ein Witz, oder? Frau Erika, bitte gehen Sie dichter an das Gerät. Ich kann immer dichter. Sie riechen gut. Haben Sie ein neues Parfum? Auch bei ihr schaltet sich jetzt der Mitarbeiter ein. Hallo, Entschuldigung. Ja? Ja, hier ist der Mitarbeiter von der Bahn. Was ist das Problem? Ich komme nicht durch die Schranke. Sie müssen da Ihre Karte dran halten. Haben Sie da nicht den, sind Sie nicht den Anweisungen gefolgt? Sie Schatzkeks doch. Ja, aber dann machen Sie das doch. Der sagt zu mir, ich soll das Gerät umarmen. Ja, sonst machen Sie, sehen Sie dieses kleine Kästchen da vor sich? Ja. Ja, bitte nehmen Sie da einfach, machen Sie das mal eben kurz eben auf. Ah ja, so. Und, was ist das? Ja, da müssen Sie einmal ganz kurz eben sich selber einmal abhorchen, damit wir die Bahn hier freigeben können. Sie wollen mich jetzt verarschen, oder? Nein, nein, das sind die neuen Vorkehrungen, die sind von der EU. So ein Quatsch. Ja, einfach an die Stirn halten, das reicht es. Und jetzt? Machen Sie? Ja. Wir messen leider keine Hirnströme. Es tut mir leid, ich kann da nichts dafür. Zum Schluss noch eine kurze Umfrage. Sind Sie mit unserem Service zufrieden? Aber Sie dürfen jetzt aber nicht drüber gehen. Ich weiß. Bitte antworten Sie in ganzen Sätzen. Ich bin nicht zufrieden. Schönen guten Tag. Mein Name ist Matze Knoh. Mein Name ist Erika Gechter. Willkommen bei der Sendung Verstehen Sie Spaß? Ja, Mensch, Hatzmeier, wir freuen uns. Ihr seid echt wahnsinnig. Also, jetzt habt ihr es schon mal so weit geschafft. Jetzt, finde ich, könnt ihr auch noch weiterhin dranbleiben. Guckt euch am besten diesen lustigen Film in der ARD-Mediathek an oder ihr schaut euch dieses Video an. Aber am allersichersten ist, ihr abonniert uns den ganzen Kanal. Hier. Danke.